So, da kommen wir in meiner kleinen scheiß Drecksküche. Ausnahmsweise mal mit Brille. Heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte, boah, ich habe richtig Bock zu kochen. Und dann habe ich gemerkt, war nur ein Albtraum. Dass ich eines Tages aufwache und Gefallen daran finde zu kochen, ist genauso unwahrscheinlich wie von Ryan Gosling zum Date eingeladen zu werden. Naja, ich mache jetzt Blumenkohl-Curry. So, als erstes kippe ich Reis in meinen Reiskocher, schütte noch Wasser rein. Ich liebe dieses Teil, es ist nämlich super easy, man muss einfach nur auf diesen Knopf drücken. Jetzt gehackte Tomaten mit Knoblauch, Curry, Paprikapulver, Salz und Pfeffer mischen. In eine Auflaufform, Blumenkohl rein. Jetzt mische ich Kokosmilch. Kokosmilch, was ist damit? Ich bin dann in dem Malibu. Mit Speisestärke, Hefeflocken. Das sieht eh schon aus wie ausgekotzte Hirnmasse. Und jetzt habe ich davon auch noch was auf meinem Herd. Paprikapulver und Salz. Das klatschen wir jetzt hier drüber und das kommt jetzt in den Ofen. Ich bin ein bisschen skeptisch. Servieren. Geschmackstest. Hab schon Besseres gegessen. Naja, ich werde es jetzt noch zusammen mit meinem Date genießen.